Yo, was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen hier auf meinem nicht englischsprachigen Kanal. Und heute ist Freitag, wieder ein neues Video. Und ich habe gedacht, heute möchte ich mit euch über einige Themen reden, die für mich jetzt am Wochenende auch sehr wichtig sind. Und ich möchte einfach eure Meinung dazu wissen. Ich möchte wissen, was die Türken unter euch darüber denken und was die deutschen oder nicht-türkischen Abonnenten von mir darüber denken. Und da habe ich gedacht, das ist ein passendes Video jetzt zum Wochenende. Falls ihr irgendwelche anderen Ideen habt, was ihr sehen wollt, sei es Spiele, andere Top 5 Fakten oder sonst was, irgendwelche lustige Sachen, irgendwelche Ideen, einfach in die Kommentare posten, da bin ich wirklich offen für. Und ich möchte ganz am Anfang das Gewinnspiel auflösen, was vor 2 Wochen oder im vorletzten Video angefangen wurde. Oder das Gewinnspiel war, mit dem Trikot, was ich auf dem Bazar gekauft habe. Und der Yeezy Boy, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, hat gewonnen. Er war der Einzige, der richtig nah dran war am richtigen Preis. Er hat 25 Cent geschätzt und im türkischen Geld Elikuşur, das heißt 50 Cent, also eine halbe Lire. Das ist umgerechnet 18 Cent. Der war 7 Cent entfernt. Damals, als ich in der Türkei war, vor 3 Wochen, war der Kurs noch so, dass es 17 Cent waren. Also 8 Cent, 7 Cent war er daneben. Und das Lustige ist, er hat einfach normal kommentiert und hat dann gesagt, naja, ich schätze mal 25 Cent. Und die anderen waren ein bisschen weiter weg. Das Krasseste war, manche haben 10, 15, 20 Euro geschätzt. Naja, das Trikot ist vom Bazar. Man darf nicht zu viel erwarten. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle, die kommentiert haben. War sehr lustig, die Kommentare zu lesen, was die Leute einfach denken. Und heute ist auch wichtig, dass ihr einfach mal einen Kommentar da lasst, weil ich möchte mit euch über 2 wichtige Themen reden. Das erste Thema ist die deutsche Nationalmannschaft, die an diesem Wochenende ja auch ein Spiel hat gegen Georgien. Und die türkische Nationalmannschaft, die ja das wichtigste Spiel vielleicht in der EM-Quali jetzt gegen Holland bestreiten. Fangen wir mit der deutschen Nationalmannschaft an, weil ich denke, das ist schneller abgefrühstückt. Was denkt ihr? Die haben jetzt gegen Australien im Testspiel nicht überzeugt, da wurde viel probiert. Der Umbruch, Lahm aufgehört, Mertesacker aufgehört, Podolski immer noch da, kein Klose mehr. Was denkt ihr? Wird das gut gehen auf lange Sicht oder in den nächsten 2 bis 4 Jahren? Ich denke schon. Das wird auf jeden Fall klappen, weil auch wenn die ganzen Leute jetzt so skeptisch sind, aha, so ein Umbruch, Hector, und wenn ich diese Debatten lese, dass ein Kölner in der Nationalmannschaft ist, warum nicht? Der muss doch nicht jeder bei Bayern spielen, meiner Meinung nach. Das ist meine Meinung, ich würde gerne wissen, was ihr darüber denkt. Ich finde, die Medien übertreiben es ein wenig. Also, die wollen natürlich auch irgendwas schreiben, was Geld bringt. Und wenn da wenn da jedes Mal stehen würde, wir sind die Besten, wird das nicht so viel bringen. Also, das ist meine Meinung darüber und ich denke, dass die souverän die Gruppe überstehen werden, beziehungsweise sich qualifizieren werden und dann ist der Drops auch gelutscht. Europameister wird, glaube ich, nicht ganz reichen, aber ich glaube, ein solides Turnier ist drin und ich weiß nicht, was ihr darüber denkt, das wollte ich jetzt wissen. Einfach mal einen Kommentar dazu dalassen und jetzt springen wir auch rüber zur türkischen Nationalmannschaft. Yo, türkische Nationalmannschaft, natürlich ein ganz anderes Bier. Ich sag's für beiden jetzt mal wir, also Türkei wir, Deutschland wir, ich gehöre zu beiden. Ja, zu beiden. Türkische Nationalmannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich schwarz. Warum werdet ihr euch fragen? Hakan ist wieder zurück und alles drum und dran, Friede, Freude, Eierkuchen, leck mich tot. Ich sehe da ganz schwarz, weil alle stellen sich so an, als ob wir die Holländer jetzt wegputzen würden. Wenn das so einfach wäre, würde ich es ja so unterschreiben, ist es aber nicht. Nur weil in Arjen Robben nicht dabei ist, ist Holland nicht gerade hier jetzt Grün-Weiß-Gackebach und das denken die meisten Türken oder viele Türken, so habe ich den Anschein. Ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber die Medien, die schreiben das so und wird schon weitergedacht und Çalhanoğlu, Töre, die haben sich vertragen, hin und her, Toprak war wieder mal ein Thema. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Çalhanoğlu hundertprozentig die Wahrheit sagt, glaube ich nicht. Ob das Töre einen Schaden haben kann, kann ich mir gut vorstellen. Ich möchte aber jetzt nicht sagen, dass der eine behindert ist oder total am Arsch ist. Gökhan Töre, meiner Meinung nach, ein sehr, sehr talentierter Spieler, der auch noch in Europa woanders spielen sollte. Der sollte sofort nach der Saison gehen, meiner Meinung nach, wenn er ein Angebot vorliegen hat. Habe ich jetzt auch gelesen. Sollte er auf jeden Fall machen. Bin ich mal gespannt, ob er es tut. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir richtig einen auf den Sack kriegen. Mit dieser Euphorie werden wir nach 10 Minuten, wenn wir dann ein Tor kriegen. Warum, fragt ihr euch? Es ist einfach so. Meine Meinung. Meine Meinung. Jeder kann seine Meinung haben. Ich möchte eure Meinung unten in den Kommentaren lesen. Meine Meinung.
Das türkische Volk, was hinter dieser Mannschaft steht, macht alles kaputt. Sei es Galatasaray-Fans, Fenerbahçe, Beşiktaş oder Trabzonspor-Fans. Weil die sich untereinander immer wieder so dumm anmachen. Sei es bei der Nationalmannschaft oder in der Liga. Das ist einfach so, die sind einfach im Kopf nicht ganz bei Sache. Ich verstehe es nicht. Wenn ich schon allein die Plakate lese wiederum gegenüber dem Kapitän der Nationalmannschaft. Egal, was der gemacht hat. Solange ein Halbmond und ein Stern auf der Brust hat, gehört sich sowas nicht. Was da abgeht, genauso Trabzonspor-Fans gegenüber Fenerbahçe-Fans, Fenerbahçe-Fans genauso gegenüber Galatasaray-Spielern und da ist doch kein Zusammenhalt. Das ist nicht Sinn und Zweck einer Nationalmannschaft. Meiner Meinung nach sollten die sofort alles abmelden. Alles weg. Ey, das braucht kein Mensch. Also wenn da kein Wunder passiert, werden die sowas von aus dem Stadion gefegt. Das kann ich euch sagen. Natürlich möchte ich, dass wir gewinnen. Ich stehe voll dahinter. Aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil die Türken einfach keinen Zusammenhalt zeigen. Und das ist sehr schade meiner Meinung nach. Was haltet ihr davon? Das ist meine Meinung. Ich möchte es jetzt nicht zu weit ausholen und auch nicht so sehr ausrasten. Dann könnte das Video hier 20 Minuten gehen. Aber ich wollte es nur mal angesprochen haben. Und jeder, der irgendeine türkische Mannschaft unterstützt, sollte sich Gedanken machen, bevor er irgendwas gegen eine andere Mannschaft sagt. Dass man sich lustig macht über eine andere Mannschaft, das kommt immer wieder vor. Das ist auch immer in Ordnung. Wenn die andere Mannschaft mal verliert, dass man sagt, oh, Galla hat 2-0 hergegeben und hat 2-2 gespielt. Fener verliert in Konya. Das ist alles, davon geht die Welt nicht unter. Das gibt's überall. Aber dass man beleidigt und teilweise, in der Türkei werden ja Leute umgebracht. Das ist für mich, damit kann ich mich einfach nicht identifizieren. Sag ich mal so, das trifft es am besten. Und das ist meine Meinung, ich wollte es nur mal klarstellen. Was haltet ihr davon? In die Kommentare damit. Falls euch dieses Video gefallen hat, Daumen hoch. Und ich habe das jetzt an diesem Freitag bringen wollen, weil es für mich wichtig war. Ich weiß nicht, wie ihr dieses Video fandet. Wenn ja, einfach einen Daumen hoch da lassen, wenn ihr es gut fandet. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, auch in die Kommentare. Und wenn ihr irgendwelche Ideen für andere Videos habt, her damit. Und ja, warum spiele ich kein FIFA? Guckt euch das Spiel an, ist gefickt. Von vorne bis hinten, das kannst du gar nicht, brauchst du gar nicht anzufassen. Und falls ihr andere Spiele sehen wollt, wie ich schon am Anfang erwähnt, in die Kommentare damit. Ich bin jetzt raus. Schönes Wochenende, haut rein. Ciao.